Auf der Suche nach Macht will Sasuke unbedingt zu Orochimaru gehen. Diesem Typen! Na, wenn das mal gut geht. Der eine wird trotz Niederlage in der Auswahlprüfung zum Shunin befördert, was er natürlich mit seinen Freunden feiert, während der andere vor Selbstmitleid und Neid fast schon in sich selbst zusammenfällt. Das heißt aber natürlich nicht, dass nicht auch Shikamaru, Shoji und Ino Probleme haben. Nur gehen sie an diese ganz anders ran. Mach dir nicht so viele Gedanken über das, was andere sagen. Leb einfach dein Leben. Sasuke hat genauso Freunde, die zu ihm halten wie jeder andere. Dazu noch ist er körperlich komplett gesund, anders als zum Beispiel Rock Lee. Dennoch ist er so vom Hass zerfressen, sodass er Naruto zu einem Kampf herausfordert. Ich hasse euch alle. Fick dich und fick diesen Apfel insbesondere. Sasukes Taijutsu ist zwar überlegen, dafür hat Naruto aber die bessere Taktik, um auch mal zu landen. Die Schattencousins von Naruto werden mit Sasukes Flammenwurf gekontert, als Naruto komplett übertreibt und anfängt mit seinem Rasengan anzugreifen, was Sasuke mit Chidori kontert. Sakura kann dagegen jetzt natürlich nicht wirklich was machen, allerdings regelt Papa Kakashi, der die beiden gegen Wasserbehälter schleudert. Sasuke wirkt zuerst überlegen, aber der Schein trügt. Was ihn nur noch pissiger macht. Jiraiya hätte ja übrigens auch mal eingreifen können. Orochimarus Partycrew taucht in Konoha auf, um Sasukes Laune etwas zu heben. Zumindest nachdem Kakashi sich ihn mal vorgenommen hat. Du willst also rausfinden, welcher Mensch in meinem Leben eine große Bedeutung hat, richtig? Das wird schwierig werden, denn es gibt niemanden mehr. Der Bruch von Team 7 ist jetzt für jeden spürbar. Die Gelegenheit für Orochimarus Freakshow, nochmal Sasuke in einem fairen 4 gegen 1 klarzumachen, wie schwach er doch eigentlich ist. Anfangs schlägt er sich sogar auch noch ganz gut, aber wirklich wen verletzen kann er nicht. Erst als er sein Fluch mal aktiviert, ja okay, die anderen haben halt auch eins. Das ist für Sasuke jetzt auch schon überzeugend genug, um mit denen mitzuwatscheln. Also heißes Tasche packen, Sakura ein letztes Mal zu korben, die sogar einfach das Dorf für ihn verraten würde, sagen wie scheiße sie doch ist und mit einem letzten Dankeschön geht's mit dem Oto-Quartett zum Nest der Schlange. Unter Tränen petzt Sakura sofort, was Tsunade natürlich unterbinden will. Shikamarus erste Mission als Anführer, der sich selbst sein Team zusammenbauen soll. Pur bestehend aus Genen, da alle Höheren schon mit Missionen beschäftigt sind. Tja. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Naruto ist die Wahl Nummer 1. Als zweites ist Shoji dabei, Nummer 3 Kiba mit Akamaru und als letztes fehlt noch Neji. Damit steht das Rettungsteam Sasuke fest und nach einer kleinen taktischen Besprechung und ein Versprechen an Sakura kann es losgehen. Innerhalb von nur 3 Folgen hat Sakura jetzt übrigens 4-mal geweint und ist dazu noch so schwach, dass sie von Shikamaru nicht mitgenommen wird, obwohl er selbst noch sagt, dass je mehr Leute kommen, desto besser. Stabil. Sasuke soll auf Vertrauensbasis Pillen schlucken, die ihn umbringen werden, um seinen Fluch mal auf die 2. Stufe zu erwecken. Aber keine Sorge, die Nebenwirkung des Todes wird mit einer kleinen Versiegelung unterdrückt. Genma und Raido entdecken die, schaffen es zwar auch ein wenig Zeit rauszuschlagen, gegen die 4 in der 2. Form haben sie aber keine Chance. Und hätte Tsunades Vorschlag mit dem Heiler im Team nicht gefruchtet, würden sie jetzt einfach bei Enma Daio in der Schlange stehen. Immerhin haben jetzt auch Kiba und Akamaru die Gegner gewittert. Die Augen, Ohren und Nasen müssen aber auch vor allen möglichen Fallen offen gehalten werden. So ein Drahtseil auf dem Boden kann verheerender sein als ein Legostein. Rock Lee kriegt von Tsunade einen Supertrank gesponsert für die extra schnelle Regeneration. Die Feinde sind jetzt nur noch einen Steinwurf entfernt. Aber leider können sie nicht aus dem Hinterhalt angreifen, weil die Spinne ihr Netz gut gespannt hat und sie von daher bombastisch begrüßt werden. Shikamaru kann sie zwar kurz fangen, aber nicht wirklich lange. Schon sind sie im Felsgefängnis, aus dem sie erstmal rauskommen müssen, was leichter gesagt ist als getan. Immerhin werden nicht nur alle Angriffe neutralisiert, sondern wird nebenbei auch noch ihr Chakra Stück für Stück absorbiert. Super Brain Shikamaru hat aber die Idee. Erstmal herausfinden, wie viele da draußen überhaupt noch sind. Einer. Dann soll Neji die Wand beobachten, die Kiba an mehreren Stellen angreift, um so eine Schwachstelle zu finden, die Shoji ausnutzt und sprengen kann. Draußen jetzt aber erstmal Rückzug und neu planen. Eigentlich wollen sie sich jetzt in 2 Gruppen aufteilen, allerdings bleibt Shoji alleine zurück, nachdem Yorobo erst einen Berg auf sie wirft und dann auch noch Shikamaru beleidigt. Denn das
war eine Sache zu viel. Shoji powert sich fürs Erste mit der grünen Pille auf, damit die anderen schon mal los können. Die macht ihn viel stärker, gibt aber auch miese Bauchkrämpfe. Für Yorobo muss aber mehr ran, auch wenn er ihn mit dem Kunai-Fleischbombenpanzer weiter verletzen kann. Denn gegen das Fluchmal Stufe 1 muss auch Shoji die gelbe Pille nachwerfen. Immerhin glaubt echt niemand an ihn. Niemand außer Shikamaru, weswegen er auch jede Art von Risiko in Kauf nimmt. Er ist stärker als Neji und er ist stärker als ich. Er ist der Beste hier im Team. Mit der neuen Stärke hat Shoji einfach Gear 3 aktiviert, was Yorobo auch direkt zu spüren bekommt. Aber ist Shoji wieder stärker, aktiviert er das Fluchmal Stufe 2, womit Shoji nicht nur mit den Nebenwirkungen und Yorobo zu kämpfen hat, sondern auch noch mit Gewissensbisse. Früher wollte nämlich niemand mit ihm spielen. Niemand? Außer Shikamaru. Der hat schon damals Shojis Gutherzigkeit erkannt, was natürlich viel mehr wert ist, als nur bei einem blöden Spiel zu gewinnen. Seitdem waren sie beste Freunde. Und für diesen Freund pfeift sich Shoji jetzt auch noch die rote Pille rein, womit er zu einem wunderschönen Schmetterling wird. Yorobo hat jetzt absolut gar keine Chance mehr. Mit einem finalen Schlag für Shikamarus Ehre besiegt er seinen Gegner. Er schnappt sich noch sein Stirnband und will sich, wie besprochen, noch auf den Weg machen, wo er auch Markierungen sieht, die ihm zeigen, dass alle an ihn geglaubt haben. Doch für ihn ist hier jetzt erstmal Ende. Etwas, was Shikamaru auch sofort spürt. Immerhin kommt jetzt sogar ein Shinigami-Schmetterling, um ihn abzuholen. Erst versuchen die Otonins mit einer Verwandlung auszutricksen, was aber auffällt und man somit erstmal der Spinne ins Netz geht. So werden alle eingesperrt und der einzige, der sich gegen den Fadenschuss wehren kann, ist Neji mit seinem Byakugan. Deswegen bleibt jetzt auch der zurück, damit die anderen wieder hinterherhüpfen können, um Sasuke aus der Finsternis zu befreien. Genauso kann sich Neji ebenfalls aus der Klemme befreien, weil er sein Chakra überall aus seinem Körper ausströmen lassen kann, um die Fäden zu neutralisieren und direkt weiter kontern kann. 64 Hände scheppern auf Kidomaru ein wie ein hyperaktiver Oktopus, der allerdings mit einer Rüstung, die er aus seiner Haut rausproduziert, kontert. Nahkampf wäre also für die Spinne nicht ganz so schlau, also geht's auf Distanz, um von hinten anzugreifen. Nur hat Neji einen stabilen Rundumblick. Fluchmal Stufe 1 plus Jutsu des vertrauten Geistes sollen die Sache richten. Erstmal die Rotation von Neji mit den kleinen Spinnen verlangsamen, um dann die Chance zu nutzen. Die Gefahr erkannt, lässt er dann einfach mal eben 128 Hände fliegen. Doch sind es einfach immer noch zu viele Krabbeltiere, womit der erste Schaden angerichtet wurde. Vor allem, weil Kidomaru so seinen blinden Fleck im Sichtfeld erkennt und ausnutzen kann. Eine zusätzliche Akupunktur gibt's auch noch, nachdem Neji die Spinne zum Platzen gebracht hat. Liegen bleiben kann man aber später. Das weckt in Kidomaru aber den Spaß am Spiel, womit die zweite Stufe ausgepackt wird, um Neji im Totenwinkel den Rest zu geben. Mit extrem viel Chakra konnte Neji den Pfeil noch in eine nicht lebensgefährliche Stelle umlenken. Aber im Vorteil ist er halt noch lange nicht. Durch die Gegend gescheucht und wieder getroffen. Zum Glück nur ein Streifschuss. Die Fadenlenkung kann er beim nächsten Mal dann auch noch ausnutzen, dadurch Chakra schießen, um Kidomarus Organe zu verletzen. Auch wenn Nejis Organe wohl auch nicht mehr so gesund sein dürften. Spider-Man wird jetzt noch mit der Kalaschnikow vom Himmel geholt und kann alle Punkte von Kidomaru treffen, womit er raus aus dem Fangspielen ist. Neji allerdings leider auch. Befreit. Ein für alle Mal. Oder so. Die Sonne macht Feierabend, was ausgenutzt werden kann, um Sasukes Schlafmodus zu beenden. Allerdings kann die Dunkelheit auch zum Feind werden. Da Orochimaru aber schon ein bisschen sehr starke Schmerzen hat, zieht Kabuto Plan B in Betracht. Er schickt alle möglichen Gefangenen in ein Battle Royale, damit der Gewinner den ehrenwerten Preis bekommt, Orochimarus neues vorübergehendes Gefäß zu sein. Und Kimimaro wird auch noch für die Expresslieferung losgeschickt. Shikamarus Plan läuft auch noch super, indem sie die restlichen beiden erst einmal ablenken, Tayuyas Bewegung einschränken, damit Kiba durch Narutos Doppelgänger durch zum Gefäß schießt, das zu Naruto wirft und alle zusammen fliehen können. Die Briefbombenablenkung ging schief, womit Kiba und Akamaru mit Sakon eine Klippe runterfällt. Tayuya wäre jetzt in einem 2 gegen 1 bestimmt machbar, würde Kimimaro nicht einen bosshaften Auftritt hinlegen und das Gefäß für sich beanspruchen. Der macht sich mit dem wieder auf den Weg.
Damit Naruto dem hinterherziehen kann, gibt's eine kleine Ablenkung, womit auch Shikamaru seinen Gegner gefunden hat. Dann ist Narutos Gegner wohl Kimimaru. Naruto sieht hierfür auch passenderweise schon rot und ist im Rage, sodass er langsam vom Fuchsgeist übernommen wird. Damit gibt's jetzt auch easy genug Chakra, um die Doppelgänger aus dem Schatten zu Hilfe zu holen. Aber gibt es ja noch einen dritten Kampf. Kiba und Akamaru gegen Sakon und seinem siamesischen Zwilling Ukon. Und es ist jetzt eigentlich egal bei wem, ob Shikamaru gegen Tayuyas Rumgeflöte und den drei kontrollierten Geistern oder Kiba gegen die Gebrüder Grimmig mit der zweiten Stufe oder Naruto gegen Kimimaru, der ohne Probleme die ganzen Doppelgänger wegfetzt. Alle haben so ihre Probleme. Kiba hat aber schon eine Taktik. Erst den Gegner anpissen, dann mit 4-4-1 werden und den Gegner in zwei teilen. War eigentlich gut, aber die können halt auch einzeln voneinander überleben. Das letzte Gezuga wird auch noch von einem Tor abgewehrt, womit sie zu geschwächt sind, sich auflösen und Sakon sogar wortwörtlich Kiba unter die Haut fährt. Das heißt aber auch, wenn er sich selbst verletzt, verletzt er den Gegner direkt mit. So kann er jetzt auch diesen Parasiten zumindest wieder loswerden, wobei jetzt wirklich alle vier ziemlich im Eimer sind. Sakon wäscht sich seine Augen im Fluss, Ukon wird von einer Falle getroffen und Kiba und Akamaru brauchen erstmal ein bisschen Pause. Kiba erinnert sich noch daran, wie er früher selbst Opfer von Akamarus goldener Dusche wurde. So wurden sie ein Team und gingen gemeinsam durch dick und dünn. Zumindest bis sie jetzt kurz vor dem Ende stehen. Na, immerhin konnte man Ukon noch so weit schwächen, sodass er sich in Sakon wieder etwas erholen muss. So kann man zumindest noch ein bisschen Zeit rausholen. Naruto hat gegen den knochigen Kimimaru auch nicht gerade ein leichteres Spiel, genau wie sich auch Shikamaru gegen diese drei Monster und Tayuya, die sie mit ihrem Gedudel kontrolliert, auch nicht gerade erholen kann. Die packt jetzt nämlich auch noch komische Geisterschlangen aus ihren drei Monstermusikanten aus, um die Reichweite weiter zu erhöhen und an seinem Chakra zu knabbern. Mit neuen Ablenkungsmanövern versucht er die Bewegungen von den drei Riesen aber hervorzusehen, auf sich zu lenken und mit einer Lichtbombe sein Kage Mane no Jutsu so weit ausweiten kann, um sie auf seine Seite zu ziehen. Aber kann man die ja einfach verpuffen lassen. Aber keine Sorge, auch das ist natürlich alles geplant, um die Schattenfessel an sie zu bekommen. So muss Fluch Level 2 ran. Kurz bevor er sie erwischt, kann sie weiter mit reiner Gewalt ihre Trillerpfeife spielen, womit Shikamaru ins Land der Träume kommt und sein Fleisch verliert. Aber auch das kann er mit einem gebrochenen Finger kontern und so hat er sie voll in seiner Gewalt. Trotzdem kann sie sich aus purer Kraft weiterhin wehren. Bei Naruto könnte es jetzt ein wenig besser laufen, weil ihn Sasuke unterstützen könnte. Der geht aber gerade ein wenig zu steil wegen der zweiten Stufe vom Fluchmal und macht lieber einen auf Verräter, um Daddy Orochimaru weiter in die Arme zu laufen. Dann kommt eben der einzig wahre zur Unterstützung. Ich bin Rock Lee. So kann Naruto weiter zu Sasuke latschen. Doch eigentlich ist Lee noch so frisch von der Operation raus, dass er erst morgen wieder mit dem Training anfangen sollte. Komplett überstürzt hat er auch noch die Medizin mit Sake vertauscht, was er direkt mal äxt und so flüssig Drunking Master Fisting spricht. Na, du Nacktfrosch, wer bist du, hä? Mit diesem Cheat wird das Schlachtfeld zur Tanzfläche. Schneller als davor und trickreicher denn je. Du bist reingefallen, du Doof. Selbst im Schlaf ist er nicht zu treffen, stattdessen zeigt er ihm, was ein Besen ist. Oder eine Hake. Mit den heftigsten Kampfmoves seit Erfindung von Kampfmoves haut er Kimimaru weg, wie man es noch nie gesehen hat. Selbst in der Luft stehen bleiben, um dann weiter auf ihn draufzuschlagen, ist locker drin. Er bringt Kimimaru jetzt sogar so weit, sodass er sein Kekke Genkai aus den Rippen leiern muss. Und dann muss Lee, auch noch nüchtern, die neue Härte der Knochen zu spüren bekommen. Und so stecken alle drei wieder komplett in der Klemme. Bei Lee klappt nicht mal der Frontallotus, Shikamaru kann die Fesseln irgendwie nicht weiter aufrechterhalten und Ukon hat Kiba ausgetrickst. Doch wofür hat man Verbündete, die einem in der Not unter die Arme greifen? Auftritt der Sunanins, Kankuro, Temari und Gaara. So sind die Karten ja schon wieder anders gemischt. Mit dem Wald zerschroter Jutsu geht auch die Flöte flöten. Das Puppentheater geht auf ein anderes Level, lockt Sakon in die Falle und gibt ihm die Umarmung des Todes. Ukon kommt auch nicht so gut weg, der wieder mit seinem Bruder fusioniert, allerdings so nur für beide das Todesurteil ausspricht, da Kankuro sie bisschen durch die Gegend scheucht, in eine Puppe sperrt und ein wenig von außen reinpiekst, womit der Kampf zu Ende ist.
Temari will die Sache auch zu Ende bringen, räumt also mit ihrem vertrauten Geist die ganze Gegend auf, was auch Tayuya unter die Bäume schmeißt. Shikamaru also auch gerettet. Bleibt nur noch einer. Kimimaru weicht alles aus, lässt währenddessen auch noch Fingerkuppen regnen, wird allerdings dann doch von Gaara erwischt, mit Sand überdeckt und ganz hart vom Sand gedrückt. Jeder andere wäre down, aber nicht Kimimaru. Der bricht einfach aus, auch wenn er damit ein wenig mitgenommen ist. Wirklich was machen kann er gegen Gaaras nächsten Move, dem Sandtsunami, aber nicht. Unter noch viel mehr Sand begraben und mit noch viel mehr Druck ist selbst er so weit getrieben, uns ein Flashback zu geben, wo er von seinem Kaguya-Clan dazu gebracht wurde, Kirigakure anzugreifen, wobei er sogar beim Vorbeigehen auf Zabuza und Haku trifft und natürlich auch Orochimaru. Der hat beim Krieg zugeguckt und Kimimaru dabei für sich entdeckt. Der Rest vom Clan war sowieso nicht mehr da. Also hatte Kimimaru auch so ziemlich keine andere Wahl, als mit der Schlange mitzugehen, der ihm schön zugesprochen hat. Deswegen gibt er jetzt auch alles und packt Fluchstufe 2 aus. Dagegen bringt auch der härteste Wüstensack einfach gar nichts. Ein Kampf, bei dem Lee nur im Weg stehen würde. Kimimarus neuer Zirkustrick ist eine neue Schwertpeitsche aus einer Wirbelsäule mit einem Bohrer, wie von meinem Zahnarzt, womit der aber nicht durch Shukakus Schild kommt. Und wieder geht's für Kimimaru unter Tage und wieder kommt er da raus, indem er einen ganzen Wald aus gigantischen Knochen aus dem Boden schießt und kurz davor war, Gaara umzubringen, als ihm seine Krankheit den Rest gibt. Noch vor ein paar Wochen beim Plot gegen Konohagakure und Sunagakure dabei gewesen, war es jetzt einfach zu viel für ihn. Seine Knochen sind zwar stark genug, aber sein Herzmuskel war da anderer Meinung. Bleibt jetzt also wirklich nur noch einer übrig, nämlich Sasuke selbst, was die Aufgabe für Naruto ist. Der hat ihn am Tal des Endes aufgeholt, womit das große Finale losgehen kann. Erst es noch mit dem Tokno-Jutsu versuchen, sogar mit einer Faust als Argumentationsverstärker. Allerdings hat Sasuke auch ein schlagfertiges Argument, womit Naruto baden geht. Eine neue Kraft, die nicht nur Naruto umhaut. Aufgeben ist aber nicht. Egal, wie oft er dafür noch baden geht. Dabei ist Sasuke das exakte Gegenteil von Naruto. Sein Traum spielt nicht in der Zukunft, wie Naruto, dass er Hokage werden will, sondern in der Vergangenheit. Rache an seinem größten Vorbild, seinem großen Bruder Itachi. Schnell mal die Technik von Kakashi durchziehen und nachdem Naruto sauber gewaschen ist, wird er jetzt noch knusprig gebraten. Damals war Itachi Sasukes großes Vorbild und Motivation, weil er so krass war und er ihn überkommen wollte. Im Positiven. Itachi wurde damals schon verdächtigt, seinen besten Freund Shisui umgebracht zu haben. Was er natürlich nicht gemacht hat und dafür solche Fragen schnell mal unterbindet. Doch muss er sich dem Ganzen lieber weiterhin fügen und unnötigen Ärger aus dem Weg gehen. Auch wenn er das Mangekyo Sharingan hat. Die Spannung zwischen Itachi und den anderen, vor allem mit seinem Vater, nimmt selbst Sasuke wahr. Endlich hat er deswegen aber mehr Zeit für Sasuke und gibt ihm Training mit der Feuerkugel. Ein bisschen schwach ist das zwar schon, aber der gibt nicht auf und trainiert Tag und Nacht. So lange, bis er seinen Vater endlich stolz machen konnte. Ich bin stolz auf dich. Um noch mehr Klopfer auf die Schulter zu bekommen, hängt er sich weiter rein, um besser als sein Bruder zu werden. Dann gibt's noch einen letzten Klaps auf der Stirn, um weiter hart an sich zu arbeiten. Denn am Abend wird dann auch sein ganzes Leben anders. Alle sind weg. Auch seine Eltern. Alles wegen demjenigen, den er überflügeln wollte. Schon hart durch die leeren Straßen zu gehen, die gestern noch so voller Leben waren. Auch sein Elternhaus ist nicht gerade das, was einen jetzt voller Freude erfüllen würde. Auch wenn er vielleicht hier eine Katze hätte streicheln können. Aber dafür findet er immerhin noch die geheime Steintafel des Uchiha-Clans. Das gibt aber trotzdem Rache. Deswegen ist Itachi aber immer noch seine große Motivation, um stärker zu werden, nur eben jetzt eher halt so im Negativen. Selbst wenn er dadurch durch die Dunkelheit gehen muss und seinen besten Freund verraten muss. Endlich kriegt auch Makakashi von der ganzen Sache mit und macht sich sofort auf den Weg, um das Schlimmste vielleicht noch verhindern zu können. Denn ansonsten können die beiden ungestört herausfinden, wer denn jetzt der Stärkere ist. Sasuke mit Chidori oder Naruto mit Rasengan. Ja, unentschieden. Während Sasuke das Ganze aber so richtig anfrisst, ist Naruto da echt heftig am Viben. Mit dem Fluchmal Stufe 1 geht Sasuke jetzt aber klar in Führung. Auch wenn es Naruto schwerfällt, überhaupt ernsthaft gegen ihn zu kämpfen. Denn er war seine große Motivation, um stärker zu werden. Denn er wollte so sein wie er. Sie waren Freunde. Das wussten sie. Er hat schon damals sein Herz berührt. Und genau wie auch heute,
Nur halt ein bisschen zu physisch. Aber halb so schlimm, sprach der kleine Tim. Denn Naruto hat auch noch eine geheime Kraft auf Lager. Das Chakra des neunschwänzigen Fuchses, der in ihm schlummert und kurz mal eben erste Hilfe leistet. Mit dieser neuen Kraft klatscht er Sasuke so freundlich es geht von einer Seite zur nächsten, von oben nach unten, von unten nach oben, unter Wasser wie ein Torpedo oder in der Luft wie eine Rakete. Sasuke fühlt das Ganze aber so gar nicht, weil Naruto ja seinen Schmerz gar nicht nachvollziehen kann. Immerhin hatte er ja noch nie eine Familie, die er verlieren konnte. Was ein Gewinner! Für Naruto war Iruka aber ein Vater und Sasuke ein Bruder. Sasuke fällt es, um ehrlich zu sein, gerade auch nicht wirklich leicht, womit sein Sharingan ein kleines Upgrade bekommt. Damit kann er Narutos Bewegungen genau erkennen und auch mit dem Chakra des Kyuubi hat Sasuke die Oberhand. Egal mit wie viel Schattendoppelgänger-Torpedos er angeschossen kommt oder es mit Überraschungsangriffen probiert, Naruto schafft es nicht mehr an ihn ranzukommen. Das Jutsu des Genickzwirblers gibt Naruto auch noch den Rest. Zumindest, wenn der nicht noch weitere Hilfe von Kyuubi bekommen hätte. So gibt's noch ein paar weitere anabole Steroide, um meine Kinder Überraschungsfaust schmecken zu geben. Mit Ohren, Schwanz und einer ganz anderen Kraft ist Naruto wieder im Vorteil. Klar, im Vorteil. Selbst auf Distanz ist Mr. Uchiha nicht mehr sicher. Deswegen braucht er wieder ein Upgrade mit der Fluchkraft Stufe 2. Der hat jetzt sogar Flügel. Also riesige Hände als Flügel. Creepy, aber okay. Und Lippenstift. Gut, sind die jetzt also beide auf Max aufgepowert, schmeißen sie noch einmal ein Chidori und Rasengan aufeinander, doch jetzt rutscht Naruto ab, streicht damit nur das Konoha-Symbol an Sasukes Stirnband durch, während Sasuke ihn voll im Bauch erwischt. Im Orb der Wahrheit spüren beide aber trotzdem genau das gleiche, nämlich, dass sie eigentlich beste Freunde für immer sind. Doch verlässt Sasuke das Licht. Nämlich Naruto, um seinen Weg der Rache weiter zu bestreiten. Na, immerhin hat er für das Mangekyo-Sharingan Naruto nicht auch noch umgebracht. Kakashi kommt leider auch nur an, um Naruto vom Boden wieder aufzugabeln. Der Regen hat auch noch Sasukes Spur verwischt, also geht's erfolglos zurück nach Konoha, was alles von Zetsu beobachtet wurde. Wirklich jeder aus der Mission muss behandelt werden. Der eine mehr, der andere noch mehr. Vor allem Neji und Shoji standen auf der Kippe. Shikamaru hat zwar nicht ganz so viele Verletzungen, allerdings steckt die Niederlage so tief in ihm, so dass er kurz davor war, sein Leben als Shinobi an den Nagel zu hängen. Doch nachdem erst Temari, dann Shikaku auf ihn einreden und er dann auch noch mitbekommt, dass sein ganzes Team überlebt hat, ist er doch nicht mehr in der Stimmung, einfach alles hinzuwerfen, sondern will er besser werden. Sasuke ist währenddessen übrigens auch im neuen Rape Cave angekommen. Um Naruto jetzt auf Akatsuki, Orochimaru und Sasuke vorzubereiten, will ihn Jiraiya für knapp 3 Jahre ausbilden und ihm schon mal die Hoffnung nehmen, dass Sasuke überhaupt jemals wieder zurückkommen würde, genau wie Orochimaru damals ebenfalls der größte Verräter war. Juckt Naruto aber nicht. Der glaubt hart an das Talk-No-Jutsu und vor allem auch an sich selbst. Sobald du aus dem Krankenhaus kommst, beginnen wir mit deinem Training, du Knallfrosch. Also bis dann. Kommen wir jetzt also zu einem Ergebnis. Wir haben 29 gute Folgen, keine mittlere oder schlechte. Die wohl beste Staffel vom Naruto Classic Anime. Mit geilen Kämpfen, geilen Entwicklungen und viel Bock auf mehr. Wenn ihr jetzt aber noch zur letzten Staffel kommen wollt, dann könnt ihr gerne hier klicken. Hier gibt's noch ein random Video und natürlich Abo und Like nicht vergessen. Das war's jetzt allerdings aber schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.